Wenn man so wie ich viel im Motorsport unterwegs ist, dann kommt man an der Firma Polysport gar nicht vorbei. Bei mir war es dann so die Berührung. Ich bin auf der Suche nach einem Hersteller für unsere Kunststoffteile, für unser Windschild, für unseren Kotflügel vorne und hinten. Und Portugal ist in Europa, das macht das Ganze einfach. Und dann habe ich mir gedacht, okay, besuche ich mal die Firma Polysport in Portugal. Hallo, ich bin der Manuel Schad von SLS Sports. Heute sind wir bei Polysport in Portugal. Wird ein interessantes Meeting. Mal schauen, was die in dem Laden so alles können und was wir da so alles sehen werden. Hier ist die Geschichte von Polysport zu sehen. Begonnen im Jahr 1978. Ja, und jetzt schauen wir mal. Wir folgen dem Ganzen mal und gehen da jetzt mal rauf. Wird bestimmt klasse, ich freue mich schon drauf. Hallo, ich bin der Manuel Schad von SOS Sports. Heute sind wir bei Polysport in Portugal. Wir sind hier eingeladen, wir dürfen uns die Firma anschauen. Neben mir ist der Pedro. Er zeigt uns die Firma, wir dürfen uns anschauen, was Polysport so alles herstellt. Das sind unter anderem Kinderwägen, Fahrradsitze, Helme, Schuhe, Motorradteile und auch Bekleidung, also Sicherheitsbekleidung. Er zeigt uns die Formenbau, die Formen, wo die Formen hergestellt werden, wie sie poliert werden, wie sie bearbeitet werden. Er zeigt uns die Produktion und er zeigt uns auch das riesengroße Storage, wo das gelagert wird und der Versand geregelt wird. Wir wissen jetzt, was da alles gemacht wird. Was wir wahrscheinlich nicht sehen dürfen, ist alles, was hier hergestellt wird. Wir müssen einfach mal schauen, dass man da ein bisschen reglementiert werden, dass es Pedro mal durchschaut. Was ist okay, was dürfen wir senden? Polysport hat 340 Mitarbeiter, produziert wird fast, ich sage es fast ausschließlich in Portugal. Auf jeden Fall, so wie es aussieht in Europa. Ich habe gesehen, dass dann Flaschen dort produziert werden, Kunststoffteile wie Tankspoiler, Kotflügel. So, jetzt geht's weiter. Wir sind jetzt bei Polysport, die ganzen Molds, also diese Formen herstellt und dürfen da mal reinschauen. Sau interessant. Super Führung bis jetzt. Die Firma ist industriell ziemlich weit vorne. Die haben auch Maschinen gehabt, hatte ich so noch nie gesehen, die auf beiden Seiten Kunststoffteile produzieren. Das spart dann Energie. Wir haben da ganz viele Frauen gesehen, die dort arbeiten. Da ist es so, dass die erste, wie so ein Kotflügel entsteht, ist die erste Sache, ist erstmal entwerfen natürlich. Eine Form braucht man. Wie sieht er aus? Dann nach dem Clay wird das Ganze gescannt, es wird dann eine Produktionsform hergestellt, positiv, negativ. Wir sind jetzt in der Produktionsstätte der Formen angekommen. Es ist der Wahnsinn, dass ich da eigentlich durchlaufen darf, ne? Und darf mir das mal anschauen. Irre, wie groß das alles ist. Hinter mir könnt ihr da einiges sehen. Ich soll halt nicht direkt draufhalten. So, schauen wir mal. Das sind schon große Maschinen, die man da so sieht, ne? Die Mulden, die Produktionsmulden, die werden ja nicht nur gebaut, sondern die müssen auch gewartet werden. Die werden regelmäßig nachgeschweißt, nachpoliert. Und die sind wirklich spiegelglatt. Sonst funktioniert das nicht, sonst kommt das Kunststoff da auch nicht raus. Bei der Produktion ist es ganz wichtig, dass man die richtige Temperatur gewählt hat für den richtigen Kunststoff, damit nachher der Kunststoff nicht verbrannt ist und er auch noch die richtige Flexibilität vorweist. Ich finde es toll, klasse, dass die mir das erlaubt haben. Das ist auch super interessant hier. Ich kann hier hinter mir einfach sehen, wie die Formen vorbereitet werden, was da alles dran gemacht werden muss. Wie gesagt, ich muss ein bisschen aufpassen. Ich kann da jetzt einfach so quer rein filmen. Ich drehe die Kamera nochmal für euch. Hier werden die Formen vorbereitet. Wir haben hier wirklich von Beginn an, von da hinten, bis hierher haben wir alles, was gemacht wird, um eine Form zu bauen. Und wer den roten Kotflügel sieht, da sieht man, dass die Form darunter dafür ist. Jetzt gehen wir mal dahin, wo es weniger laut ist und schauen mal, wo die Motorradteile liegen. Wenn das Kunststoffteil dann
entformt ist, also rauskommt auf dem Band, gucken sich die Mitarbeiter das wirklich auch genau an. Und dann kommt nochmal ein ganz wichtiger Teil der Arbeit, das ist die Qualitätskontrolle und das Entgraben. Wir haben hier gesehen, dass mehrere Spritzen vorhanden sind, die den Kunststoff dort in die Form einbringen. Und dann musst du das natürlich auch, diese Nasen oder die Gerade, die dort entstehen, musst du dann entformen. So, hier Polysport Mold Produktion. Wir waren drin. Geiler Scheiß. Ich denke, der Ton war richtig kacke. Deswegen jetzt nochmal mit Ton. Ich durfte mir mal anschauen, wie von so einem Stahlhaufen oder Stahlberg aus mit Fräsen, mit Bearbeiten und allem Möglichen dann so eine Form rauskommt. In dem Fall war das eine Form für einen Babysitz auf dem Fahrrad. Voll cool. Was völlig überraschend war für mich, ist, dass Polysport eigentlich gar nicht im Bereich Motorrad und Motorsport tätig ist. Ja, sie produzieren für OEM Ducati oder für KTM. Was wir auch gesehen haben, dass unheimlich viele Flaschen für verschiedene Hersteller machen. Aber was uns gänzlich fremd war, ist, wie viele andere Produkte dort laufen. Also wir haben dort eigene Marken gesehen, wie die Firma Bob Bike oder Catlike. Da bauen sie kleine Wägen, die als Kinderwägen benutzt werden können oder auch hinterm Fahrrad als Anhänger. Viel größeres Spektrum als erwartet. Diese Teile, das sind die auch ziemlich führend und stellen auch für ganz, ganz, ganz viele andere Marken die Sachen her in Fremdarbeit. Wo ich jetzt eigentlich gedacht habe, okay, diese Marken, die ich jetzt nicht erwähnen kann, die stellen das selber her. So kann das schon sehr gut möglich sein, dass man heute in ein Fahrradgeschäft reingeht, nimmt einen Helm in die Hand und denkt, okay, das ist jetzt von der und der Marke und der kommt vielleicht sogar vom Polysport aus Portugal. Dem Pedro war es auch total wichtig, dass ich das mit reinnehme, weil das ein sehr, sehr großes Standbein der Firma ist. Und wie gesagt, 340 Mitarbeiter, da geht dann schon was. Ne? Da hast du nicht so eine kleine Hinterhoffirma. Da musst du auch richtig Umsatz machen. 60 Stunden. War klasse hier. Ich habe so viel gesehen. Ich kann es euch gar nicht sagen. Das ist so anstrengend. Ich habe die ganzen Haare verzödelt. Wir waren überall, wir durften alles sehen. Es war klasse. Wir haben nur einen kleinen Teil. Wir müssen das dann alles noch an Polysport schicken und die schauen dann, was wir benutzen dürfen. I say that you will look what we have to send on okay. Your YouTube-Kanal. You will look and you will say yes or no. Okay. I say thank. Thank you, too. It was me a pleasure. I got two boxes of beer and a lot of cups to there. I hope next time all will drink with SWT cups. Okay. Dankeschön, Dankeschön. Thank you. Till next time, see the you. Next parts will come from you. I hope so. Thank you. Also für mich war es echt spannend zu sehen, wie viel Technik, Präzision und auch Verantwortung in solchen Produkten steht. Verantwortung gerade bei den Fahrradsitzen, bei den Fahrradwägen. Gerade wenn man so aus der Szene kommt und Motocross fährt, weiß man auch, wie wichtig es ist, dass die Teile gut bearbeitet sind und dass das passt. Ist ja auch in unserem Schutz. Lass dir mal einen Kotflügel entgegenfliegen. Ne? Und da liegt es ja nicht nur am Material selber, also an dem hergestellten Teil, sondern am Rohmaterial. Wo kommt es her? Ist das Rohmaterial gut? Ist das geprüft? Und wenn man jetzt so einen Kotflügel, also wenn ich jetzt so einen Kotflügel und KDM in die Hand nehme oder anderen Hersteller, dann wird mir das ganz anders bewusst. Ich denke dann ganz anders drüber nach, was ich da gerade in der Hand habe. Ich denke, das war für euch auch wichtig, das mal zu sehen. Und danke euch fürs Zuschauen.